FAN aktuell, willkommen zur heutigen Sendung. Und das sind die aktuellen Meldungen für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Ein brisantes Feuer in einem Bremerhavener Recyclingbetrieb für Batterien hat in der Nacht einen aufwendigen Löscheinsatz erfordert. Durch brennendes Lithium und Magnesium entstanden Temperaturen von über 1000 Grad. Da ein derartiger Brand von Batterien nicht mit Wasser gelöscht werden kann, wurde Schaum eingesetzt. Zusätzlich wurde das bereits heiße Hallendach über eine Drehleiter gekühlt. Die Feuerwehr war durch das Auslösen einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden. Eine Ausbreitung des Feuers konnte so am Ende verhindert werden. Das kontaminierte Löschwasser und der Schaum wurden noch in der Nacht beseitigt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Pünktlich zum Weltkindertag belegen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, viele deutsche Kinder sind armutsgefährdet. Derzeit sind 1,63 Millionen Kinder unter 15 Jahren auf Hartz IV angewiesen. Das ist jedes siebte Kind. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. In Bayern sind nur 6,8% der unter 15-Jährigen betroffen, in Berlin dagegen 34,5%. Seit 2005, dem Jahr der Einführung von Hartz IV, hat sich die Zahl der betroffenen Kinder allerdings um gut 81.000 verringert. Im sogenannten Schwarzbuch listet der Bund der Steuerzahler 13 Fälle in Niedersachsen und Bremen auf, bei denen aus ihrer Sicht Steuern verschwendet wurden. Dazu gehört etwa die Kostenexplosion des Wissenschaftsmuseums Fehnau in Wolfsburg. Seit der Eröffnung im November 2005 seien rund 15 Millionen Euro für die Beseitigung von Baumängeln angefallen. Im Bundesrat zeichnet sich die Mehrheit für eine gesetzliche Frauenquote ab. Auch die CDU-geführten Bundesländer Sachsen-Anhalt und Saarland wollen die von der Hamburger SPD-Regierung eingebrachte Initiative unterstützen und damit die notwendige Stimmenmehrheit sichern. Der Entwurf sieht vor, Aufsichtsräte künftig zu mindestens 40% mit Frauen zu besetzen. Die Geburtenquote hat sich im vergangenen Jahr kaum verändert. Deutschland schneidet im europäischen Vergleich weiterhin schlecht ab. Die Geburtenrate sank leicht auf 1,36 Babys pro Frau, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 662.685 Babys geboren, ermittelten die Statistiker des Bundes aus Daten der Standesämter. In Niedersachsen wachsen rund 20% des deutschen Baumobstes. Mit einer Anbaufläche von gut 9.250 Hektar liegt das Land damit nach Baden-Württemberg bundesweit auf Platz 2 der Baumobsterzeuger. Das hat eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes ergeben. Auf dem Großteil der Anbaufläche werden Äpfel erzeugt. Es folgen Süßkirschen, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen. Und das waren die Meldungen aus unserer Aktuell-Redaktion. Die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen täglich direkt nach dem Magazin. Jetzt folgt noch das Wetter und direkt im Anschluss stellt Ihnen Eileen Nöske einen sehr interessanten Ausbildungsberuf vor. Seien Sie gespannt. Ihnen weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm. Machen Sie es gut. Tschüss.